Willkommen zum langen Tag der offenen Mauer. Heute wird wieder gemauert und zwar an vielen Stellen richtig lange, auch in der Dunkelheit. Wir sind bereit, wir wollen heute richtig was schaffen. Also kommt mit und holt die Maurerkellen raus. Konkret heißt das natürlich hier wieder an der Traufe weiter hochmauern. Und bevor das passieren kann, muss natürlich wieder das ganze Material aufs Gerüst geholt werden. Das ist wirklich ein Dauerbrenner, sage ich mal. Hier erstmal das Kabel wieder reinziehen. Für so ein richtigen Maurertag brauchen wir erstmal eine Menge Mörtel. Ich fange jetzt mal hier mit der ersten Fuhre an. Wir arbeiten ja eigentlich nur mit Kalkmörtel, also einen Teil Kalk, drei Teile Sand und Wasser nach Gusto. Mario mag es heute ein bisschen fetter, also werde ich den Mörtel mal so machen. Materialakquise hat stattgefunden. Jetzt wird hier oben weiter gemauert. Hier an der Traufe. Teil des langen Tags der offenen Mauer ist es auch, dass ich die Fugen ausfräse. Also hier sieht man jetzt einmal links das gereinigte Mauerwerk mit Hochdruckreiniger, wo auch schon die Fugen gut ausgereinigt sind. Dann haben wir diese gelbe Mittelschicht, das ist eigentlich der Anstrich, wie er vor der Hochdruckreinigung war. Allerdings habe ich das hier nicht gereinigt, weil wie man rechts sieht, haben wir da ja die Fensteröffnung neu gemacht und der Mörtel war da noch frischer. Das heißt, ich versuche jetzt hier bei der gelben Farbe mit der Fugenfräse das rauszuholen und die Steine manuell zu reinigen. Okay,
Okay, jetzt kommen Versuche mit der Stahlbürste. Ich geht's ja damit gut ab. Weiterer Versuch mit der Stahlbürste auf der Flex. Und noch ein Versuch mit der, ich nenne es mal Schrubbelscheibe. Okay, wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Also überall geht eigentlich die Farbe ab. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diese beiden Steine. Die habe ich mit der Stahlbürste mit der Maschine gemacht. Und irgendwie ergibt sich halt so eine schwarze Ablagerung. Auch hier, da scheint wie so eine leichte Silikonschicht drauf zu sein, die dann einfach irgendwie schmilzt, habe ich den Eindruck. Manuell mit der Stahlbürste, das müsste nämlich diese hier gewesen sein, geht eigentlich auch. Der Stein bleibt rau, geht aber nicht alles ab und ist natürlich recht anstrengend. Mit dem Hammer kann man es auch abkratzen. Und dann hatte ich jetzt die Schrubbscheibe ja drauf. Das sind so diese Steine hier. Auch dieser hier, der hat ja eigentlich ganz gut seine Struktur erhalten. Und diese Steine hier, die werden halt schon glatter. Also man verändert die Oberflächenstruktur. Tja, bin ich mir jetzt leider noch nicht ganz schlüssig, was die beste Option ist. Wir sind zurück aus der Pause und mittlerweile haben wir hier Verstärkung bekommen, unter anderem von Jean. Hi. Hallo. Hallo. Und von Jan, den zeige ich euch auch gleich noch. Und jetzt wird hier an mehreren Stellen weiter gemauert und gefräst und verfugt. Hier die Sonnenseite abbekommen. Ein Shampoo darf auch nicht fehlen auf der Baustelle. Inzwischen brauchen wir hier eigentlich einen festangestellten Polier, der nur organisiert, wer was macht. Hey Jan, was geht bei dir? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr? Ich brauche mehr Sekt. Ja, es lässt sich einrichten. Hier wurde gefräst mit diesem Gerät. Hier, das wurde alles schon ausgefräst. Da hinten auch. Hinten fehlt noch ein bisschen. Und dann kommt ja noch die erste Etage. Also gut die Hälfte ist geschafft. So,
Für mich geht es jetzt hier vorne an der Fassade weiter, während alle anderen ihre kleinen Baustellen haben. Und ja, das ist schon ein ziemlich guter Vibe gerade. Hier wird es so frühlingshaft und alle möglichen Leute sind da zum Helfen. Nice. Eine Art magischer Moment. Fast ist die Reihe hier fertig. Einfach der letzte Stein genau reingepasst. Das ist richtig crazy. Tada! So, und was macht man, wenn man links angekommen ist? Genau, nach rechts weiter mauern. Cori, ja. Ich wollte mal zeigen, was du da machst. Der Tag der offenen Mauer neigt sich jetzt hier so langsam dem Ende, also es wird zumindest immer dunkler, aber hier wird nicht aufgehört, sondern einfach weiter gemauert und ja, ich bin hier oben zum Beispiel schon wieder ein gutes Viertel der Strecke von links nach rechts gekommen und Cori ist unter mir hier noch weiter Fugen am Ausfräsen.
Wir sind jetzt schon wirklich fast am Ende angekommen und werden das wahrscheinlich jetzt auch noch schaffen. Alright, Leute, der lange Tag der offenen Mauer ist jetzt hier mit einer verschlossenen Mauer. Endlich. Neigt er sich dem Ende. Wir machen jetzt hier mal Feierabend und vorher zeigen wir euch noch das Ergebnis der Mauerung hier an der Fassade. Von hier bis ganz da drüben sind wir gekommen. Hier ist jetzt der Abschluss. Woo. So Leute, jetzt ist hier wirklich Feierabend. Es wird das Feuer angemacht, wir haben Pizza geholt und das war's für heute. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und wenn ihr uns abonniert, ein Like da lasst, kommentiert, whatever. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Tschüssi! Tschüss.